Jesus aber nahm zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was da geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden. Und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Guten Abend und herzlich willkommen an diesem vorletzten Donnerstag in der Passionszeit. Wir dürfen und können uns Zeit nehmen und uns eine weitere Station auf dem Leidensweg Jesu ein wenig näher betrachten. Es ist die Kreuztragung Jesu. Er muss es selbst tragen, bricht darunter zusammen. Hier vorne ist die Szene dargestellt. Wir hören, was wir längst schon wissen und was uns doch immer wieder befremdet. Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da. Gott, dem ich vertraue, ist in mir ganz nah, ist in dir mir nah. Kreuz, zu dem ich fliehe aus der Dunkelheit, statt der Angst und Mühe, ist nun Hoffnungszeit. Kreuz, von dem ich gehe in den neuen Tag, bleib in meiner Nähe, dass ich nicht verzage. Wir wollen uns die Kreuztragung Jesu betrachten und beginnen diese Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ein ganz besonderes Kreuz, das Kreuz von Krieg und Zerstörung, ist in diesen Tagen einem ganzen Volk auferlegt worden, das uns nicht nur geografisch ziemlich nahe steht. Krieg in Europa, sozusagen bei uns vor der Haustür, erschreckende, verstörende Bilder, die auch heute Abend wieder uns zu der dringenden Bitte veranlassen. Gib Frieden, Herr, gib Frieden. Die Welt nimmt schlimmen Lauf. Recht wird durch Macht entschieden. Wer lügt, liegt oben auf. Das Unrecht gegen den Schwachen. Wer stark ist, der gewinnt. Wir rufen, Herr, wie lange, wie lange. Hilf uns, die wir friedlos sind. Gib Frieden, Herr, wir bitten. Die Erde wartet sehr. Es wird so viel gelitten. Die Furcht wächst mehr und mehr. Die Horizonte rollen. Der Glaube spinnt sich ein. Herr, hilf, wenn wir weichen wollen. Und lass uns nicht allein. Der sogenannte Christus-Hymnus des Kolosserbriefes. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn
und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem, er besteht, es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborenen von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und durch ihn alles mit sich versöhnt ist. Es sei auf Himmel, auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Wir beten. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. Amen. Da führten sie Jesus von Kaiphas, dem hohen Priester, vor das römische Prätorium. So lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 19. Sie führten ihn zu Pilatus und sagten zu ihm: Es ist uns nicht erlaubt, einen Übeltäter zu töten. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein rotes Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen: Ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, seht, welch ein Mensch. Thank you.
Als ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie: Kreuzige, Kreuzige! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn. Zu Gottes Sohn gemacht. Als Petrus das hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus: Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, der mich dir überantwortet hat, größere Schuld. Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Sie schrien aber: Weg, weg mit dem, kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da überantwortete er ihnen Jesus, damit er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber. Und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, König der Juden.
Diese Aufschrift lasen viele Juden. Denn die Städte, wo Jesus gekreuzigt wurde, waren nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Wer ganz genau hinschaut, sieht auf dem Kreuz ein kleines Rotkehlchen sitzen. Warum dieses Rotkehlchen in diese Szene der Kreuztragung mit hineingehört, das erzählt uns eine Legende von Selma Lagerhoff. Es war zu der Zeit, da unser Herr die Welt erschuf. Gegen Abend kam es ihm in den Sinn, einen kleinen grauen Vogel zu erschaffen. Merke dir, dass dein Name Rotkehlchen ist, sagte unser Herr zu dem Vogel, als er fertig war, und ließ ihn fliegen. Da flog der Vogel zu unserem Herrn zurück. Warum soll ich denn Rotkehlchen heißen? Ich bin doch ganz grau, fragte er. Der Herr lächelte nur still und sagte, ich habe dich Rotkehlchen genannt, aber du musst selbst zusehen, dass du dir deine rote Brustfedern verdienst. Eine unendliche Menge von Jahren war seit diesem Tag verflossen. Da brach ein neuer Tag an, der auch in der Geschichte der Erde lange nicht vergessen werden sollte. Am Morgen dieses Tages saß ein Rotkehlchen auf einem kleinen Hügel vor den Mauern Jerusalems
Es erzählte seinem Jungen von Schöpfungstag und von der Namensgebung, die sehr merkwürdig war. Seht nun, schloss es betrübt, so viele Jahre sind seither vergangen. So viele Rosen sind verblüht. So viele junge Vögel sind aus ihren Eiern gekrochen. Aber das Rotkehlchen ist immer noch ein kleiner grauer Vogel. Die Jungen rissen ihre Schnäbel weit auf und fragten, ob ihre Vorfahren nicht versucht hätten, irgendeine Großtat zu vollbringen, um die unschätzbare rote Farbe zu erringen. Wir haben alles getan, alles, was wir konnten, antwortete der kleine Vogel. Aber es ist uns misslungen. Wir hofften auf den Gesang. Schon das erste Rotkehlchen dachte, die Sangesglut werde seine Brustfedern rot färben. Aber es täuschte sich. Wir hofften auf Tapferkeit. Schon das erste Rotkehlchen kämpfte tapfer mit anderen Vögeln. Es dachte, seine Brustfedern werden sich rot färben vor Kampfeslust. Aber es scheiterte. Der Vogel hielt mitten im Satz inne, denn aus einem der Tore Jerusalems kam eine Menschenmenge gezogen. Nein, nein, das ist ja entsetzlich, rief der Vogel seinem Jungen zu. Ich will nicht, dass ihr diesen Anblick seht. Das sind drei Missetäter, die gekreuzigt werden sollen. Das Rotkehlchen konnte die Blicke nicht von den drei Unglücklichen verbergen. Wie grausam die Menschen doch sind, sagte der Vogel nach einer Weile. Auf dem Kopf des einen haben sie eine Krone aus stechenden Dornen befestigt. Er sah, wie das Blut auf die Stirn des Gekreuzigten tropfte. Und da vermochte es nicht mehr still in seinem Nest zu bleiben. Wenn ich auch nur klein und schwach bin, so muss ich doch etwas für diesen armen Gequälten tun können, dachte der Vogel, verließ sein Nest und flog hinaus in die Luft. Allmählich fasste er Mut, flog ganz nah heran und zog mit seinem Schnabel ein Dorn heraus, der sich in die Stirn des Gekreuzigten festgesetzt hatte. Und während er dies tat, fiel ein Tropfen Blut auf seine Kehle, verbreitete sich dort rasch und färbte alle seine zarten Brustfedern ein. Als der Vogel wieder in sein Nest kam, riefen ihm seine kleinen Jungen zu, deine Brust ist ja ganz rot, roter als Rosen. Ach, das ist nur ein Blutstropfen von der Stirn des armen Mannes, sagte der Vogel. Der verschwindet bald wieder, sobald ich in einem Bach bade. Aber so viel der kleine Vogel auch badete, die rote Farbe verschwand nicht. Und als die Kleinen herangewachsen waren, leuchtete die blutrote Farbe auch von ihren Brustfedern, so wie auf jedes Rotkehlchens Brust und Kehle die rote Farbe leuchtet, bis auf den heutigen Tag. Und seitdem ist das Rot die Farbe des Blutes, die Farbe der Liebe und der Hingabe, zur Erkennungsfarbe für alle geworden, die zu den Gekreuzigten gehören, zur Erkennungsfarbe seiner Kirche. Griechisch Kyriakos, zum Herrn gehörig. Ob wir diesen Namen verdient haben? Gut.
Gutes zu tun. Das vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Amen. Im Schatten der Mauer sitze ich. Einer wirft eine Art Flecken in mich. Sie breiten sich aus, füllen mich, als sei ich ihr Haus. Sie sind aus stummer Liebe gemacht. Schön übertönen sie die Straßenbahn, übertönen die Hektik im Alltag mit all seinem Streben und Schaffen. Ich drehe mich um. Ich glaube, hinter der Mauer wohnt Gott. Gott, guter Vater, neu geschaffen durch deine Gnade, anders geleitet, aufgehalten von Abwegen, abgehalten von Irrwegen, vorgehalten das Leid, hingehalten dein Kreuz, eingehalten dein Versprechen. Wir bitten dich, halte uns in deiner Hand fest umschlossen und auch frei zu entscheiden, welchen Weg wir wählen. Den Weg der letzten Liebe. Einander Gutes tun. Frei zu entscheiden und verantwortlich handeln. Abwege, Umwege, Irrwege schaffen Erfahrung. In dir erfahren wir Vertrauen, empfinden Dankbarkeit für die allumfassende, bedingungslose Gnade. Deshalb dürfen wir voll Vertrauen mit den Worten Jesu weiter beten und sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir sind heute Abend zwar nur sehr wenige hier in unserer letzten Passionsandacht, aber unsere Passionsandacht wird aufgezeichnet. Es gibt also auch die Möglichkeit, online teilzunehmen und diesen Weg zu dieser Kreuzesstation, zu dieser Station des Kreuztragens mitzugehen und dort zu verweilen. Da sage ich vielen Dank dem Kili Becker, der uns das aufnimmt und bei YouTube einstellt. Und man kann es auch über die Internetseite www.menschenin2brücken.de anklicken. Herr
Herzliche Einladung zu unserem nächsten Gottesdienst am kommenden Samstag hier in der Kirche um 18 Uhr. Es ist der Berichtsgottesdienst der diesjährigen Konfirmanden. Es sind drei Jugendliche aus Mittelbach, das heißt eingeführt, teilnehmen werden fünf Jugendliche, noch zwei aus Rümpfschweiler, am kommenden Samstag um 18 Uhr. Die Jugendlichen werden am 8. Mai konfirmiert. Die freien Musikstücke, die wir gehört haben, sind komponiert von Frau Lieselotte Plin aus Pirmasens. Der Wochenspruch zur Judika-Woche, die zweitletzte Woche in der Passionszeit, steht im Matthäus-Evangelium Kapitel 20, Vers 28. Christus spricht, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Mit der Bitte um Frieden haben wir unsere Andacht begonnen. Mit der Bitte um Frieden wollen wir sie dann auch wieder beenden. Gib Frieden, Herr, wir bitten. Du selbst bist, was uns fehlt. Du hast für uns gelitten, hast unseren Streit erwählt, damit wir leben könnten, in Ängsten und doch frei, und jedem in Freude gönnten, wie Feind er uns auch sei. Gib Frieden, Herr, gib Frieden. Denn trotzig und verzagt hat sich das Herz geschieden von dem, was Liebe sagt. Gib Mut zum Brückebauen, zur Rede, die nicht lügt. Und mach aus uns ein Zeichen dafür, dass Friede siegt. Der Friede des Herrn begleite euch. Er regiere eure Gedanken. Der Friede des Herrn begleite euch. Er erfülle eure Herzen. Der Friede des Herrn begleite euch. Er bestimme euer Tun. Es segne und behüte euch Gott, der allmächtige und barmherzige Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.